Ihr seht den Teil 3 des Freunde fürs Leben Bar Talk mit Paula Schwarz. Der heißt Zahlen und Fakten. Aber da geht es natürlich auch so ein bisschen ans Eingemachte und auch um den Umstand, dass du relativ offen umgehst mit deinen Krisen und alles, was dir in deinem Leben schon so widerfahren ist. Du warst auch eine ganze Zeit lang bulimiekrank. Darüber hast du gesprochen. Was hilft dir das, wenn du das in der Öffentlichkeit machst? Was war die Idee dahinter, da so offen damit umzugehen? Das war keine Idee so richtig, sondern es war, dass ich sonst nicht hätte arbeiten oder leben können, weil ich eben an einem Punkt in meinem Leben die Entscheidung getroffen habe, mich selber wieder aufzubauen. Und ich bin dann bei vielen Ärzten gelandet und habe sehr, sehr starke körperliche Schäden von früher, eben von der Krankheit. Und ich habe zum Beispiel Prothesen im Mund, weil mir 50% meiner Zähne fehlen. Aber das war so schmerzhaft, dass ich darüber schreiben musste. Und ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir meinen Schmerz angucke, um zu verstehen, wo er herkommt und um aus ihm zu lernen und zu reflektieren. Und vor allem eben Themen wie die Bulimie sind verborgene Krankheiten, dass jemand buchstäblich, in meinem Fall war das so, buchstäblich ein System auskotzen, zu sagen, ich gehöre hier nicht dazu. Und alle Werte und alle Reichtum, das interessiert mich nicht. Und ich hatte das, als ich 10 war. Also ich habe das sehr früh entwickelt, etwa 10 Jahre lang. Und deswegen finde ich das auch wichtig, als Vorbild Menschen zu sagen, es gibt einen Grund, warum ihr euch dann schlecht fühlt. Guckt euch diesen Grund an. Und ich für meinen Teil habe das gemacht und habe das Glück, gesundet zu sein in der Beziehung. Also ich denke, allgemein bin ich relativ gesund. Aber das ist der Grund. Und lieber, ich gucke mir das an, auch offen, und ziehe meine Schlüssel da draus und dann gehe ich damit um. Und die Öffentlichkeit war immer sehr gut zu mir. Ja? Also ich habe halt nichts zu verbergen, ich habe Erfahrungen gemacht. Und das ist wichtig, dass man über soziale und gesundheitliche Probleme in unserer Gesellschaft spricht, weil der Staat tut das nicht. Und deswegen müssen die Menschen selber aufstehen und sagen, ja, ich bin betroffen, immer noch, weil ich diese Schäden trage. Ich helfe heute Menschen, die ähnliche Themen haben. Zum Beispiel ist Binging ein Riesenthema, dass man einfach Sachen in sich reinfrisst. Das haben viele so Ex-Models, weil die eine Weile eben mega perfekt aussehen mussten oder wollten. Hast du auch mal eine Zeit lang gemacht? Ne? Ich habe auch mal gemodelt, ja. Und das sind einfach Themen, die man mal ansprechen sollte. Ja? Und ich sage dann den Leuten, dass ich sie lieb habe, dass das tolle Leute sind und dass man eben auf den inneren Kern erstmal gucken muss. Und das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das ist der erste Schritt und das hilft schon mal. Ja. So. Das heißt, wenn du an die Öffentlichkeit gehst mit solchen Dingen, ist es zu gleichen Teilen, dass du Leuten da draußen sagen willst, ihr seid nicht allein, ich bin auch betroffen. Ja. Und zum anderen Teil aber auch so, es hilft dir ja auch, für dich selbst das Gefühl zu haben, dass du nicht allein bist. Du kriegst ja von außen auch Rückmeldung. Und das Dritte ist halt, dass Reichtum krank macht. Also so wie wir ihn heute verstehen, mit diesem immer Konsumieren oder eben diese Maske zu tragen, eben wenn ich jetzt mit dir, keine Ahnung, einen Kuchen esse und dann aufs Klo renne, das ist nicht gerade sehr straight so charakterlich gesehen. Und wenn wir den Reichtum so definieren, dass man immer in seiner Rolle hochrutschen will, dann macht er einfach krank. Mhm. Ja. Und genau, also das sind die drei Sachen. Anderen helfen, mir selber helfen und sagen, Leute, geht nicht den Weg der Überkonsumierung zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt sage,
wenn du, also du möchtest möglicherweise gemocht werden und würdest darauf nicht sagen, nö, ist mir egal, oder? Es ist mir egal. Wirklich? Ja. Es gibt eine Geschichte im Zen-Buddhismus, die geht wie folgt. Da kamen Leute in einen Wald, der war komplett abgeholzt. Und in der Mitte stand ein Baum mit 1000 Ästen. Ja? Und jeder Ast war total krumm. Und da sollte ein Palast entstehen auf diesem Wald. Und dann kam da irgendwie der Herrscher und meinte, warum habt ihr diesen einen Baum nicht abgefällt? So, alle anderen Bäume sind weg, so, wir können nicht anfangen. Und dann meinten die, ja, diesen Baum, man kann ihn zu nichts gebrauchen. Ja? Also, weil jeder Ast ist so komisch und hässlich und so. Und dann meinte der Herrscher irgendwie, eigentlich sollte man sein wie dieser Baum, dass man nie abgeholzt wird. Man soll immer nur man selber sein. Am besten, man ist zu nichts zu gebrauchen, weil wenn man irgendwie zu schön ist, wird man instrumentalisiert. Wenn man irgendwie jemand sein will, wird man eingeordnet. Und die einzige Art, wie du immer du selber sein kannst, ist einfach du selber zu sein. Und wer dich dann mögen muss, bist du am Ende des Tages. Und das geht zu 99% gegen einige Leute, die man lieb hat. Und dann muss man einfach zu sich selber stehen. Und deswegen denke ich nicht, dass es ein Kompliment ist, gemocht zu werden. Churchill hat gesagt, so you wanna be... Stimmt. Ja, yeah, so you have enemies, that's good, you stood up for something. So, du bist aufgestanden für was. Ist wichtig. Ja, kick mal an. Also, das wäre jetzt auch fast die nächste Frage schon gewesen, die Antwort darauf. Weil da geht es um den Umgang mit Krisen und psychischen Problemen, den man sich so wünscht. Und da würdest du sagen, so erstmal sich selber mögen und bei sich selber ankommen. Ja, und nur dann entsteht eben auch die, also man braucht ja so eine gewisse Form von Feingefühl, um eben auch an Themen ranzukommen, auch in sich, ja. Zum Beispiel, wenn wir jetzt keinen guten Vibe haben, dann erzählst du mir auch Sachen nicht. Ja. Und ein bisschen so ist das auch mit dem Selbstgespräch. Und deswegen sollte man lieb zu sich sein. Das ist wichtig. Und vor allem nicht immer so versuchen, wie aus einem Magazin auszusehen, sondern sich auch so lieb zu haben, wie man ist. Ja? Also Goethe hat das, glaube ich, gesagt, werde, wer du bist. So. Und es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass wir das heutzutage nicht tun sollen, wir selber sein. Sondern, nochmal, man soll dann der Student, der Abiturient, ja, der Manager, aber eben, es braucht sehr viel Mut, sich selber in die Augen zu gucken und zu sagen, ich habe mich lieb. Und nur dann kommt man an den Depressionen vorbei. Letzte Frage in diesem Teil. Bist du glücklich? Und wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ich bin sehr glücklich. Und ich bin deswegen glücklich, weil ich sehr dankbar bin für jeden Tag. Also ich wusste auch eine Weile nicht, ob ich noch hier bin. Oder hier sein würde. Und ich habe das große Glück, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe, was Reichtum angeht. Damit spare ich mir, glaube ich, einige Jahre. Und das ist etwas, das sitzt mir so tief in den Knochen, dass ich sehr viel Glück empfinde, weil ich einfach dieses Maß an Unglück nicht empfinde, nach den falschen Sachen zu laufen. Und ich habe Menschen, die eben überhaupt nichts von mir erwarten, so im Familiensinne oder im partnerschaftlichen Sinne, sondern ich habe Leute um mich, die haben mich lieb und die machen mir natürlich auch Dampf und dann schreit man sich auch mal an, aber das sind keine Masken. Ich habe keine Masken um mich und wenn, dann fliegen die sofort raus. Vielen Dank. Ja. Danke.